Piri, du fällst jetzt schon seit rund 4 Wochen aus und bist aktuell noch auf Krücken unterwegs. Wie geht's dir aktuell? Ja, ich denke schon deutlich besser als die ersten 2 Wochen. Es war natürlich auch für mich, sage ich mal, ein harter Schlag, ein harter Rückfall. Aber ich denke jetzt durch das ganze Training, was ich jetzt schon absolvieren kann, durch die Einheiten und dadurch, dass ich jetzt diese Woche schon angefangen habe, die ersten Schritte wieder zu gehen, geht es mir deutlich besser als noch vor 2 Wochen. Ja, du hast das Training gerade schon angesprochen. Wie gestaltet sich denn aktuell so dein Tagesablauf und der Trainingsalltag generell? Ja, ich bin eigentlich so gut wie jeden Tag hier. Ich habe Behandlungen bei unseren Physios, dann eigentlich jeden Tag Krafttraining, Beine und Oberkörper kann ich eigentlich so gut wie alles machen. Und die letzten Wochen waren wir jetzt auch öfters mal schwimmen, das ging auch. Und ja, von dem her hoffe ich, dass wir jetzt täglich steigern können und ich bald wieder auf den Platz gehen kann. Ja, wir hoffen auch, dass wir dich in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen werden. Wenn du jetzt auf die bisherige Saison zurückblickst, was waren so bisher deine Highlight-Momente? Das ist eine gute Frage. Also, ich denke, es war ja kein so schlechter Start bei mir mit den ersten vier oder mit 4 Toren im ersten Spiel. Das war, denke ich, ein schöner Moment, einfach um gut reinzukommen, die Mannschaft kennenzulernen. Und von daher war das ein Top-Einstand. Und dann in der zweiten Runde auch gegen Bremen war auch ein geiles Spiel mit Elfmeterschießen. War auch so ein Highlight, denke ich. Aber ja, wir haben einige super Spiele gemacht diese Saison. Und ja, da gibt es einige schöne Momente, auf die ich zurückblicken kann. Ja, dann wünschen wir dir erstmal weiterhin gute Besserung und hoffen, dass wir dich bald wieder auf dem Platz sehen können. Ja, danke schön. Hoffe ich auch.